Dinge der Unterbrechung, die unterbrechen. Ich will die Magnum haben, so viel ist man sicher. Weil das Schlimme ist ja mittlerweile, bei mir klingelt so gut wie nie jemand an der Tür. Deswegen, ich kriege schon immer so leicht Arschpanik, wenn denn irgendwie abends jemand bei mir in der Tür klingelt. Und Weil dann übertrieben meistens. viel Make-up trägt. Nee, das nicht mal. Aber ja. Oh, scheiße, Hund. I keep ignoring you, Milton okay? walks out. Warte, Moment mal, mir fällt mal gerade ein. Der Strom läuft ja immer noch nicht. Ach, fehlt immer noch die Batterie. Ja, kriege ich die in der Villa Naja, irgendwo? die kriegst du noch, die kriegst du noch. Wieso? Schlangen, ja. Ich hasse Schlangen. Alter, wie viele von euch Viechern gibt es hier auf einmal beim Pool? Kann nicht wahr sein. Die haben gehört, es gibt Fresschen. Natürlich, die letzte hat mich jetzt natürlich vergiftet. Oh, leck mich doch am Po. Kann man durch Gift sterben? Ich hoffe nicht. Dein Ticker geht langsam runter, bis du verreckst, ja. Ja, well, das ist fucking great. Ich war hier nicht irgendwo blaues Kraut irgendwo? Das kann ja nicht. Eigentlich, wenn du in den Innenhof wieder kommst. Scheiße. Also da, wo dieser abgestellte Fahrstuhl ist. Da war ich gerade. Shit. Was? Also, wenn es ein Resident Evil 8 gibt, es. Was? Es Leute mit gegelten Haaren gibt, ist der Final Boss Vivi. Ich wäre sowas von der Final Boss, ist mir scheißegal. Werde ich halt böse, ganz ehrlich. Werde ich halt böse. So Multiple-Choice-Entscheidungen, damit sie böse am Ende wird. Oder Barry haut mich sowas von mit Utensilien hier zu. Also, nee, Okay, das ohne Problem Scheiß. ist, die kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ich muss mir erstmal den Revolver holen. Nee, aber Leute, ohne Scheiß. Also, es ist, Gottes Willen, wenn Leute sich gerne in die Haare gehen, dann sollen sie es machen. Aber ich finde es persönlich einfach ziemlich schrecklich. Also, ich finde, das ist einfach nicht schön. Ich mag die Haare lieber fluffig. Einfach so Natur, so fluff. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Gift nicht so schnell tickert. Nö, das braucht eine Weile. Weil sonst hau ich mir da zur Not gleich eins von den Erste-Hilfe-Sprays rein, die mir Barry da You are hingelegt hat. slowly dying on the inside. Halt, Erste-Hilfe-Zeug eigentlich auch Vergiftung. Wir werden's dann relativ gleich. Oh fuck, those are Zombies. Ich weiß gar nicht, ob es Vergiftung heilt. Wieso müsst ihr jetzt hier sein? Und weil du was zu tun hast. Okay, weißt du was, Fettback? Ich habe gerade keine Zeit, um mich mit dir abzulegen. Zieh ab. So, ich habe gerade keine Zeit, Feuergeherze. So, pack einfach alle mal in dein Inventar. Ich habe gerade genug Platz. Wir ignorieren diese zwei Bilbos hier jetzt mal. Wir müssen hier sowieso nicht mehr lang. Es sei denn. Oh, das fällt mir jetzt gerade erst ein. Ist diese Schruller noch im Haus? Also in diesem kleinen Haus? Ach, die wirst du bald zu Gesicht bekommen. Nee, weil es geht mir darum, weil sonst. Ich habe nämlich noch ein grün-blaues Kraut in meiner Truhe. Hi Zero! Jetzt ist nämlich die Frage, wäre es schlau, da einmal hin in dieses Haus zu laufen, wo sie mich ja überfallen hat? Also die rennt noch in der Gegend rum, ja. Also die ist wahrscheinlich noch in diesem Haus. Schieß Naja, so. in das Haus. Ab und zu kommen sie dran vorbei. Manchmal rennt sie da halt auch auf diesen Pfaden außen rum. Ah, that's fucking dandy. Hi Shadow Flash und hi Sakura Kisaya. Hi guys. Good eye. Ja gut, dann gehe ich das Risiko mal lieber nicht ein. Dann grab ich jetzt hier mal einfach die fucking Gun, die große. Und seh zu, dass ich wegkomme. Keep going, Demon. Achso. Schwensch. Zieh ab, Kid. Keine Zeit für euch beide. Ist natürlich eklig, wenn ihr nachher zu Crimson Heads werdet, aber für sowas, für so ein Gejatze habe ich gerade keine Zeit. Vergiftet rot. Oh, Jill, halt noch eine Sekunde aus. Das Ding ist gleich da oben.
Die Jill macht, was sie will. Oh shit, ich hab gar nicht Schiss, dass ich gleich hier auf dem Weg verrecke, weil mich eine Schlange gebissen hat, ey. Snake! Ja, fucking Snake! Snake's asshole. Vor allem, Hauptsache, da ist da draußen so ein blöder Hund. Oh no, man. Blöder Piss. Der will spielen. Ja, das sagt fucking jeder Hundebesitzer. First Aid Spray, okay. Naja, die Hundebesitzer sagen meistens nur. Nee, ich bin immer noch vergiftet. Ah, gut. Säuregeschosse nehmen wir mal mit und das andere nehmen wir auch mit. Ich glaube, Karubi hat auch eben gerade noch geschrieben, gegen Gift hilft du blaues Kraut. Macht ja nichts. Ich bin relativ nah von meiner Inventarbox. Die ist nicht weit von hier. Ja, die eine Tür müsste mittlerweile auch repariert sein, ja. Repariert sein? How? Ich muss das Wappen wahrscheinlich wieder mitnehmen, ne? Du brauchst ja diese zwei Wappen da in der Eingangshalle bei dieser Tür, Gittertür hinter der Haupttreppe. Ja. Okay, bis später, Nihab Boy. I remember. Let's hope the thing still works. Beziehungsweise musst du da ja ein Wappen mit Steinobjekt basteln. Ja, dazu later. Ich guck jetzt erstmal, dass ich hier die Vergiftung heile. Das heißt, ich gehe jetzt einmal dahin, gehe dann zu meiner Inventarbox und heile die Vergiftung. Das hat jetzt erstmal Vorrang. Mhm. Bei diesen zwei Gittergedöns, wo du die Wappen einsetzen musst, erspare ich dir sogar mal ein bisschen sinnloses Rumgejatze. Oh, warte, ich habe hier eine 460p Cutscene. Oh shit. Jetzt kann man noch. Ja, irgendwann. Ach du das ist ein Hunter, also. Ja. Guten Tag. Schrotflint ist ab jetzt dein Freund. Ich gehe einfach durch die Tür. Was willst du tun, du Vieh? Dich verfolgen. Ha! Oder im anderen Raum schon warten. You dead? Nö, du bist nicht tot. You dead? You Dutchie? Ah, okay, die Trophäe hat mir gerade verraten, dass das Ding tot ist. Die muss ich aber nicht anzünden, oder? Nö. Wenn sie am Boden liegen und bluten, sind sie tot. Okay, die werden nicht zu Crimson-Jägern oder sowas. Crimson-Jägern. Wir sind die Jäger. Okay, jetzt nochmal. Du hattest gerade was gesagt, aber ich war gerade von einem Hunter abgelenkt. Für diese eine besagte Tür, wo du diese zwei Embleme einsetzen musst. Das eine besitzt du schon die ganze Zeit. Das war nämlich die, wo du in den Garten gekommen bist, wo du einsetzen musstest. Das ist dann automatisch mit Stein Kreissymbol. Ja, das habe ich schon rausgekriegt. Das konnte ich auch da unten einsetzen. Das habe ich auch, das habe ich so auch gesehen. Ich muss jetzt aber erstmal die Vergiftung heilen. Verwenden. Es war ein bisschen doof, dass da ein Grünes mit drin war, aber gut. Gibt Schlimmeres. Das erste Hilfespray packe ich mal. Ich packe erstmal die Magnum weg. Ich habe auch noch eine Selbstverteidigungswaffe. Sollte ich mich selbst verteidigen wollen. So. Also nur okay. Das so zum Spaß. Tschüss, Dark Supersonic. Ich werde wahrscheinlich auch mein Feuerzeug jetzt wieder regelmäßig brauchen, wenn hier wieder Leute rumrennen. Ach shit, das Ding ist eine One-Way-Tür jetzt. One-Way-Ticket. Ja, ich muss jetzt einmal komplett außen rum gehen wieder. Barry repariert die Tür im Laufe der Zeit. Also bei mir steht sie jetzt gerade auf der Map als One-Way-Tür. Na, das kommt noch. Also Barry fixt das Ding noch. Alles gefixt, gar kein Problem. Na gut, dann lasse ich das Emblem da jetzt erstmal drinne. Oh, einsetzen kannst du es halt. Das Ding ist, da musst du halt für einen Fortschritt warten. Ja, ich muss das Ding jetzt erstmal wiederholen. Also ich muss da jetzt erstmal hin und das Ding holen. Ja. Und Türgriff wurde... Oh, Tatsache, du hast recht. Steht zwar auf der Map als eine One-Way-Tür, was ein bisschen irritierend ist dann. Naja, du kannst ja vorher nicht wissen, dass der Kerl heimlich die Tür gefixt hat. Jump Attack! Ach ja, Barry, der Mann für alle Fälle. Er bringt einfach alles mit. Freundschaft, Sandwiches, Waffen, Handwerker-Skills. Gibt es überhaupt irgendwas, was dieser Typ nicht kann? Sehe ich rasieren. That's true, ja. That's an argument. Rasieren ist echt nicht seine Stärke. Okay. Jetzt gehe ich einmal zurück, hol das Emblem.
keine Ahnung, wo der Hunter an sich ja herkam, aber soll mir egal sein, der Typ ist, das Ding ist jetzt... Die rennen überall im Haus rum. Ja, nee, der kam mir gerade, der kam mir hinterhergerannt, deswegen, also, das habe ich ja in der 460p-Cutscene gesehen. Ach so, wo der erste, der ins Haus hinterhergerannt ist. Und er dachte sich, wir sind die Jäger. Ich weiß nicht, wieso, auch wenn, ich weiß, es ist abnormal nitpicky, ne? Aber, Alter, manche Cutscenes, dass die einfach so gelassen wurden, finde ich schon ein bisschen krass. Sieht echt an manchen Stellen nicht schön aus. Jetzt muss ich einmal komplett zurück. Ist da oben noch was gewesen? Ja, da oben war ein Helmchenraum. Warte mal, gehe ich doch nach oben und... Ein Helmchen? Ja, jetzt habe ich ja den Helmchenschlüssel. Oh, und jetzt ist da der Lord der Helmchen. Das Schlimme ist, jetzt muss ich auch dran denken, dass ich hier mich wieder mit Crimson Heads eventuell anlegen muss. Das ist so eine Sache, die habe ich mittlerweile leicht verdrängt. Jetzt, wo ich die ganze Zeit in der Residenz unterwegs war. Da gab es ja nicht wirklich eine Anzahl an Zombies, sondern mehr so, ja, Hunde, Pflanzen, Spinnen. Genau hier. Haben eine Schüssel vom Haus verwendet. Ja, ich habe meine Shotgun gerade lieber auf Anschlag. Ja, ab dem Zeitpunkt standardmäßig immer am besten. Oh, ein Quetschraum. Kann ich das Ding da einfach reinschieben und sagen, so, quetscht es. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt einfach hier warte? Jill Sandwich. Gibt zusätzlich Horror, wenn man nicht nur vor den Gegnern, sondern auch vor der Grafik Angst hat. Ein bisschen. Als ein Horror-Survival in Minecraft-Style ja. Wäre der Brüller. Ich muss also einmal den Raum resetten. Okay, sehe ich das richtig, dass ich da einfach die Statue reinschieben muss, quasi? Da musst du dich nach dem halten, was du da so an den Wänden siehst. Also im Prinzip, du musst es so lange schieben, bis alle einrasten und sich zurückziehen. Okay, gucken wir mal. Ich schiebe erstmal. Also ich lasse das jetzt mal kurz so und hoffe einfach, dass da... Ich fahre mal gerade ein bisschen sicherer. Leute, halt mich behindert, ne? Aber jedes Mal, wenn ich da Jill sehe, wie sie da die ganzen Sachen durch die Gegend schiebt, dann habe ich immer diesen... einen Yoshi-Sound im Kopf, dieses... wenn er was schiebt. Ich habe Schiss, hier weiterzuschieben. Kannst du überhaupt jetzt schieben? Ich kann schieben. But I think it will kill me. If I do schieb weiter. Ich meine, die Wand hört dann nicht auf. Deswegen... Da ist eine Uhr. Ich würde das Ding in die Uhr schieben, aber dann wird mich das dann umbringen. Hä? Er hat gerade irgendwie mit so einer Statue zwei Wände aufgehalten und schiebt die gerade weiter durch. Nö, das bringt dich nicht um. Okay, wenn du das sagst. Also im Prinzip, du musst eigentlich nur die Statue hinten durchschieben, dann musst du an der Seite dann eben bei der vorgeschobenen Wand hinten hin. Du hast einen Schalter, wo du die Wände wieder zurück resettest. Das sollst du allerdings halt auch wieder von der Wand abhauen. Warte mal, ich komm dann musst du vorrennen und dann versuchen, das Ding in die Einbuchtung reinzuschieben. Weil die Dings, die Türen, die Wände wollen jetzt nicht zurück, aber ich habe das Ding so weit geschoben, wie ich konnte. Ja, du gehst jetzt einfach wieder zurück zum Eingangsbereich von dem Raum. Ja. Und dann siehst du da eben noch an der Seite den Nebenraum, wo jetzt dann halt die Wand vorgeschoben wurde. Das halt mich gerade für bescheuert, aber ich dachte, das wäre ein fucking Spiegel. Okay, blame me, I'm retarded. Oh lol. Du verstehst, Vivi? Ja, ich hab's gerade gesehen. Oh lol. Ach so, warte mal. Das heißt, jetzt muss ich den Schalter drücken, damit die Dinger zurückkommen. Ja, und dann solltest du tunlichst von der Wand abhauen. Ja, hab ich. Ach, und jetzt muss ich quasi. Jetzt musst du dann unter Zeitdruck halt das Ding an die Wand ranschieben und dann eben so lange zur Seite hinschieben, bis es dann automatisch in die Einbuchtung geschoben wird.
Oh fuck. Ach, wieso mache ich mir jetzt eigentlich den Zeitdruck? Wenn dieses Ding da, solange das Ding da steht, ist ja kein Ding. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Schalter drücken, ja. Panik, Panik, Panik! Und jetzt direkt mit Speed. Speed Metal. Die auch. Während die Wände sich noch zurückbewegen. Ach so, oh. Und dann fährt das Ding automatisch. Okay. Ah. Shoot, shoot. I was retarded. Meine neue Festplatte wird noch nicht auf. Batteriepack. Moment. Was? Vor ihren Füßen ist ein Loch. Fahrstuhl. Sie können nicht weit hineinsehen. Hinabsteigen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in ein Loch steigen will, wo ich den Boden nicht sehen kann. Aber du magst Löcher. Ich meine, wo könnte mich das... Hä? Führt mich das in den Keller? Risking it for the biscuit. Spring rein. Ich habe ein Erste-Hilfe-Spray bei mir, also von daher. Hä? November 19. Da springst du so ein Spikes tot. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den größten Glasgefäßen ist voller Leute in den finsteren, feuchten Höhlen. Was kann ich tun? You die. Als wäre es meinen Augen nicht trauen, aber ich vertraute halt in den Dschungelkorridor. Was? Das war wie ein Reflex. So fein sind Jessica. Ich will nicht glauben, dass meine Schicksal teilen. Nicht in eine Hoffnung geben muss, sondern sie leben. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Weil du hier drin bist, deswegen. Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich habe wissen sollen. Finster und feuchter Untertunnel. Wieder eine Sackgasse, aber sie ist in der Dunkelheit, sah ich etwas. Vorsicht, zünde ihr letztes Streichholz an. Ich wusste genauer sehen. Ein Grab. Und tief im Stein gemeißelt mein Name. Ja. Ich meine, wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde und bei eine Falle gegangen bin. Das ist irgendwo fucked up. Da kannst du mir eine verdammte Verschwörung versteckt. Verzeih mir, möge Gott mein Leben vor eurer Sicherheit nehmen. Well. Georg. Okay, push the button. Hoffentlich hat Georg mir was Schönes hinterlassen. Oh ne, natürlich, er hat mir eine Treppe hinterlassen. Georg, alle. Er hat mir eine fucking Treppe hinterlassen und ein fucking Buch, was ich nicht mitnehmen kann, weil ich überladen bin. Moment, komme ich hier überhaupt wieder raus? Nein. Ich kann die Treppe nehmen. Aber ich musste ja unbedingt mit voll bewaffnet hier rein. Gut, dann gehen wir erstmal runter. Der eigene Architekt kommt hier nicht mehr klar. Ich bin der Architekt. Ja, Keller. Ich bin der Präsident. Du hast es getriggert. Guten Tag, ich grüße Sie. Nein. Ihr Ekeldinger. Die. Oh, ihr seid. Ach, deswegen. Oh, ja, okay. Die Dinger sind so widerlich. Die wollen nur lieb haben. Ich höre das doch. Die wollen nur kuscheln. Ja, sie ist eklig. Ich weiß doch gar nicht, was da ist. Sie ist klein und süß. Ich hasse Spinnen. Fick dich weg, Ariados. Boah, ich sag's dir. Nein, fick dich weg, Ariados. Uffgaff! Das wird, glaube ich, noch los. Ja, gut, dass ich mich hier in dem Keller um den einen Crimson Head gekümmert habe, der da rumlag. Was ist denn hier? Kann auch nicht ein Rückenpanzer seiner Spinne. Oh yeah, Gewehrmunition. Nice. Oh, und da ist die Karte. Wenn die Kamera kooperieren würde. Oh ja. Und the Cam's like, nah. Wow, das ist alles, was die Karte vom Keller ist. Die Karte, you know, wo ich jetzt schon alles vorher gesehen habe. Oh, die sind so ekelhaft. Oh, so absolut disgusting. Ich höre hier irgendwas plitscher plätschern.
Ach, vielleicht nimmt sie ein Bad. Eben. Oder sie trifft sich mit Aragog.